Hallo, mein lieber Steinbock, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Steinbock. Lieber Steinbock, heute schauen wir uns die Karten an für den Monat Juli, und zwar für die Liebe. Es spielt jetzt keine Rolle, ob du Single bist, in einer Verbindung oder in einer Beziehung. Spielt keine Rolle. Wir schauen uns einfach das Thema Liebe an. Für im Monat Juli. Lieber Steinbock, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle zutreffen, nimm nur das, was zu dir gehört. Hör auf deine innere Stimme, dann weißt du sofort, welche Botschaften gehört werden müssen und welche nicht. Alle Informationen bezüglich persönlicher Legungen findest du unten in der Infobox. Dort findest du auch noch meinen zweiten YouTube-Kanal, wo ich über Spiritualität spreche. Kannst du gerne mal reinschauen, falls dich solche Themen interessieren. Und mir auch da folgen, würde mich sehr freuen. Heute machen wir auch am Schluss von der Kartenlegung, nämlich auch mal das Pendel. Und du kannst deine persönliche Frage für dich selbst stellen. Eine Ja- oder Nein-Frage. Und dann wirst du die Antwort bekommen. Ja, aber starten wir, lieber Steinbock. Was musst du wissen in der Liebe im Monat Juli? Steinbock, fangen wir an. Steinbock. Oh. Zwei der Emotionen. Eine Beziehung wird enger, weil zwei Menschen sich verlieben oder eine bestehende Beziehung sich intensiviert. Freundschaften können sich zu einer tieferen, spirituellen Verbindung entwickeln. Gegenseitiger Respekt und Verständnis sind vorhanden oder werden sich entwickeln. Beende Beziehungen nicht, nur weil sie eine Herausforderung darstellen. Es gibt noch Hoffnung. Schön. Monat Juli. Viele haben auch die Chance, vielleicht sich selbst und auch den Partner neu kennenzulernen oder die Verbindung neu kennenzulernen, zu vertiefen, sich auch gegenseitig besser zu verstehen. Falls du Single bist, könntest du eine Begegnung haben, die vielleicht am Anfang einfach eine tiefe Freundschaft ist, die vielleicht sogar aber mehr werden könnte. Schön. Eine sehr tiefe Kraft, also tiefe Verbindung, habe ich das Gefühl, könnte auf dich zukommen oder die Chance, in die Tiefe zu gehen. Steinbock, das musst du wissen. Juli, Liebe, Steinbock. Unterstützung und Strategie. Unterstütze wirklich auch deinen Partner, aber lass auch Hilfe zu, also nimm auch Hilfe an, so muss ich es sagen. Weil ich sehe hier das Gleichgewicht, dass man sich gegenseitig unterstützen möchte. Könnte ein großes Thema sein, sei das finanziell, emotional, was auch immer. Und dass man vielleicht gemeinsam auch eine Strategie erarbeitet, um eine Lösung zu finden. Fühlt sich nach Kompromisse an und auch nach Lösungsfindung. Egal, was jetzt das Thema ist, oder kann ja auch Thema Finanzen sein, muss ja gar nicht die Beziehung selbst mit der Beziehung selbst zu tun haben oder mit der Verbindung. Aber schauen wir mal, was ist das Hauptthema? Was ist das Hauptthema? Liebe, Steinbock, Liebe. Wow, 10 der Münzen, Glück, Vollendung, Hoffnung. Vielleicht habt ihr auch das Ziel, gemeinsam reich zu werden, finanziell, oder ihr habt die gleichen Ziele auf finanzieller Ebene. Aber ich sehe hier Thema Glück,
Stabilität. Das steht im Juli im Fokus. Thema Stabilität. Sei das Stabilität auf emotionaler Sicht, auf energetischer Sicht, gesundheitlich, finanziell. Auf ins Abenteuer. Vielleicht auch etwas wagen. Neue Wege gehen. Vielleicht auch gemeinsam. Falls du Single bist, könnte es sein, dass du jemanden begegnen wirst, der finanziell auch sehr gut dasteht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Könnte sein, muss aber nicht. Ich habe das Gefühl, neue Wege gehen. Nehme ich ganz stark wahr, vor allem gemeinsam. Oder du gehst einen neuen Weg mit einer neuen Person. Schauen wir mal weiter. Steinbock, was musst du wissen, Juli? Was musst du wissen, Juli? Hoch. Juli. 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 Liebe. Steinbock. Hui. Königin der Stäbe, also Motivationsschub und man kommt in die Schaffenskraft. Das heißt, man bleibt nicht in seinen Gedanken gefangen, sondern man geht mit seinen Gedanken, seinen Bedürfnissen hinaus, habe ich das Gefühl, Feuerenergie. Wow. Schön. Sieben der Kelche, der Narr, die Herrscherin. Der Tod und König der Kelche. Wir haben hier ganz stark Wasserenergie, Stierenergie und Skorpionenergie. Vielleicht hast du es mit jemandem zu tun, der diese Energien verkörpert, lieber Steinbock. So viele Möglichkeiten. Also ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du Online-Dating betreibst, also hier ist Angebot ohne Ende, vielleicht fast schon zu viel. Bei Sieben der Kelche sage ich immer, unglaublich viele Ideen, viele Möglichkeiten, so viele Türen stehen einem offen als Paar oder auch als Single. Aber man muss genau hinschauen, nicht jede Tür ist echt. Bei einigen ist dahinter nur eine Wand. Das heißt, lass dich wirklich nicht blenden, auch von deinen eigenen Ideen oder Möglichkeiten, sondern sammle deine Gedanken, ordne sie. Es kann sein, dass du vielleicht mal eine Zeit lang so ein bisschen einen Buchstabensalat im Kopf hast, nicht genau weißt, weil du etwas überfordert bist, oder? Und auch, ich sage immer, es gibt so den Fluch der Optionen, sagt man zum Dating, Online-Dating, dass man sich fast nicht mehr auf eine Person fixieren kann, weil es könnte ja noch was Besseres kommen, noch Besseres und noch Besseres und das passiert so schleichend. Versuch nicht in diese Energie abzutauchen. Überlege zuerst, was möchtest du eigentlich? Was möchtest du für einen Menschen an deiner Seite? Sei dir zuerst sicher, was du brauchst, was du möchtest. Und auch wirklich ehrlich sein, wer bist du? Ganz großes Thema, viele Ideen, viele Möglichkeiten und hier eröffnet sich aber ein Neuanfang für dich. Hier könnte eine interessante Begegnung kommen, also auf dich zukommen oder eine bestehende Verbindung könnte Wurzeln schlagen. Der Narr, Neuanfang, steht ja für diese Leichtigkeit. Darum der Narr, der überlegt nicht, was gestern war. Der sieht nur das, was jetzt ist. Der geht schwebend voran. Diese Leichtigkeit kommt im Juli zurück in der Liebe. Und hier könnte auch jemand auf dich zukommen, der stark eine ruhige, weibliche Energie hat. Und wenn ich sage weibliche Energie, spielt jetzt natürlich das Geschlecht keine Rolle. Ganz, ganz wichtig. Geschlecht unabhängig. Ich rede nur von Energie. Jeder Mensch hat eine männliche, weibliche Energie in sich selbst. Und hier sehe ich einfach diese weibliche Energie, die auf dich zukommt, dass jemand sehr sanftmütig ist oder du hast selbst diese Energie und dass da etwas entsteht,
Etwas kommt hier. Könnte auch Thema Schwangerschaften sein. Schwangerschaften, also Mutterschaft, Vaterschaft. Ich sehe aber, dass sich hier etwas entwickelt, aber es hat noch keine Blüten. Die Wurzeln schlagen erst noch aus. Und ich finde, die Herrscherin ist immer so eine schöne, elegante Karte. Man kommt in seine Mitte an, man fühlt sich wirklich wohl. Schauen wir mal genauer rein. Warum 7 der Kelche, Juli? Ja, unglaublich viele Ideen bezüglich auch Stabilität. Vielleicht auch eben Thema Geld nehme ich irgendwie stark wahr. Kann auch sein, dass du diese Person kennenlernst, irgendwie über den Beruf, den du ausübst. Oder über das Thema Geld irgendwie. Glück und Stabilität, was es dafür braucht. Könnte ein Wasserzeichen auf dich zukommen? Ich sehe aber auch hier, dass ein Betrug war. Oder eine Lüge in der könnte aus der Vergangenheit. Ich habe das Gefühl, das war. Das ist vorbei. Da war vielleicht eine unehrliche Person oder eine Lüge war da, ein Betrug. Und das ist vorbei. Jetzt kommt der Neuanfang. Diese Leichtigkeit kommt zurück. Die Herrscherin. Ja, da kommt jemand. Oder etwas entwickelt sich. Es geht vorwärts. Könnte ein Feuerzeichen sein. Leidenschaft. Und fühlt sich wohl. Ich nehme noch eine Karte, dass wir hier auch drei haben. Steinbock, Liebe, Juli. Oha, interessant. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Was ist denn das? Fühlt sich fast so an, als wären, wie geht das Sprichwort? Nägel mit Köpfen gemacht. Sagt man das so? Ich hoffe, du weißt, was ich meine. 10 der Schwerter. Hier wird was durchgezogen. Schnell und plötzlich. Ich habe auch das Gefühl, dass sich deine, oder jeder Mensch hat eine Frequenz. Du bestehst ja aus Energie und irgendeine Energie möchte sich bei dir erhöhen und dadurch wird ein Kapitel abgeschlossen in deinem Leben. Ich sehe hier einen Abschluss und einen Wandel, eine Transformation. Du kommst mehr in dein Gefühl hinein. Nicht, oder der Steinbock kann manchmal sehr rational sein, ist aber eigentlich ein Gefühlsmensch. Geht viel tiefer, als man denkt, manchmal auf den ersten Blick. Aber schauen wir mal, warum 10 der Schwerter? Warum, Juli? Oha, jetzt hat sich gerade diese Karte bewegt, das ist die Welt da hinten. Die Welt steht ja für Kreislauf. Könnte auch sein, dass du das Oberflächliche beendest, falls du mit jemandem eher etwas körperlich hattest, dass du sagst, jetzt ist genug, fertig. Ich fokussiere mich auf die wichtigen Dinge. Also das Körperliche ist schon auch wichtig, aber du weißt, was ich meine. Könnte auch sein, dass du es mit einem Erdzeichen beendest. Vielleicht sind hier auch zwei Personen im Spiel. Oder dass du ausselektierst. Oha, ja, drei der Kelche. Vielleicht eine Dreiecksbeziehung, vielleicht auch dein Gegenüber. Kann aber auch nur die Energie sein. Ganz wichtig, dass vielleicht etwas aus der Vergangenheit energetisch noch bei dir liegt und dass das abgeschlossen wird. Warum der Tod, Steinbock?
Ja, du bist bereit. Du bist bereit. Du bist ganz klar. Du bist bereit für die ganz große Liebe, lieber Steinbock. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es liegt da. Du bist bereit. Du darfst jetzt alles loslassen, was dich davon abhält, dass du deinen persönlichen Neuanfang haben kannst in der Liebe. König der Kelche, könntest auch mit einem Wasserzeichen zu tun haben. Also sei nicht überrascht, wenn sich hier eine Vergangenheitsperson nochmals meldet. Muss nicht. Aber hier könnte irgendein Weckruf kommen, dass die etwas bewusst ist, dass die wirklich bewusst wird, wo die Wertschätzung liegt. Oder wer bringt dir die Wertschätzung? Wer schenkt dir die Wertschätzung? Was ist wirklich wertvoll? Vielleicht siehst du auch plötzlich gewisse Menschen mit anderen Augen. Ja, ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen das Toxische auch loslassen, toxische Gewohnheiten, Glaubenssätze. Was ist der Rat? Ich komme nachher gleich zum Pendel. Was ist der Rat? Sechster Stäbe. Geh vorwärts, bleib nicht stehen und kommuniziere immer klar, was du möchtest. Und teile dies auch mit. Also erwarte nicht, dass sich das andere Menschen zusammenreimen können, sage ich mal. Und auch zweiter Stäbe. Wenn du merkst, dass du blockiert bist und du hast das Gefühl, ich muss mich entscheiden, und so ein bisschen so sich nach Ziehen anfühlt, dann sag dir selbst, stopp, du hältst inne. Und wartest, bis du die Leichtigkeit wieder fühlst und dann kannst du dich nämlich entscheiden. Du bekommst deine Klarheit, liegt im Schatten. Du bekommst sie. Irgendeine Klarheit. Ich habe das Gefühl, das hat mit den 10 der Schwerter zu tun. Ich habe das Gefühl, du wirst irgendetwas beenden, was schon länger nicht mehr zu dir gehört. Irgend auch energetisch etwas, habe ich das Gefühl. Ja, das waren mal die Karten. Ich möchte jetzt, dass du dich wirklich fokussierst und dir selbst eine Frage stellst, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Und ganz wichtig, die Frage, liebt er mich oder liebt sie mich, stellst du nicht. Diese Frage zählt nicht. Du kannst fragen, möchte diese Person mehr, spürt sie eine Verbindung, ist es nur etwas Körperliches, soll ich diese Person verlassen oder soll ich den neuen Weg gehen? Das, was sich gut anfühlt. Nichts zurechtbiegen, wenn du keine Frage hast, und stell auch keine, ganz wichtig. Nicht zusammenbiegen die Frage, sondern sie muss sich gut anfühlen. Darfst du dir mal einen Moment Zeit nehmen? Ich habe das Pendel schon vorbereitet, weil man muss ja immer vorbereiten. Darfst du dir deine Frage überlegen? Und sonst, wenn du sie noch nicht weißt, kannst du jetzt schnell auf Pause drücken, weil jetzt fange ich an zu pendeln. Also stell dir eine Frage. Die Frage vom Steinbock. Was muss der Steinbock wissen? Die Antwort ist nein, aber es kam noch ein Zusatz. Noch nicht. Irgendwie ein noch nicht. Ja, mein lieber Steinbock, danke vielmals fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.